Wenn sich Nutzen und Zierde treffen, dann ist das die perfekte Voraussetzung für ein Gehölz für den Garten. Vom Holunder gibt's viele Sorten. Der Holunder oder Holler, wie wir ihn in Oberösterreich nennen, gehört zu jedem Haus und das seit Jahrhunderten. Er war so bedeutend, dass man ihn nicht einmal umgeschnitten hat, wenn er selbst aufgegangen ist, weil man vermutete, dass dort die Göttinnen und Götter wohnen. Die beste Sorte als Fruchtgemüse ist die Sorte Haschberg, hat die größten und saftigsten Früchte. Aber es gibt nicht nur die, die uns Nutzen bringen, sondern auch solche, die Zierde bringen. Zum Beispiel der geschlitztblättrige Holunder mit grünen Blättern. In einer englischen Gärtnerei habe ich über 20 verschiedene Sorten gefunden. Zum Beispiel mit so einem Laub, Tigrini heißt die. Oder diese Sorte hier, Goldfinch. Besonders interessant sind die dunkellaubigen, geschlitztblättrigen Sorten Black Lace. Sie werden gern als Ersatz für den japanischen Blutahorn gesetzt, denn sie sind viel, viel robuster. Und wenn wenig Platz ist, dann nimmt man Black Tower, eine Sorte, die ganz straff aufrecht wächst und zum Beispiel in einem Staudenbeet als Kulisse perfekt aussieht. Blüht der Holunder, beginnt schon der Frühsommer, kommen dann die Früchte, dann beginnt schon der Frühherbst. Der Holunder ist auch eine ganz wichtige Zeigerpflanze. Viel Spaß beim Garteln!